Ach, Animal Crossing, bist du ganz, ganz laut? Ja, so ein bisschen. So, stellen wir mal leiser und fangen wir einfach mal an. Ja! Nachdem wir gestern schon so viel Animal Crossing gespielt haben und endlich einen guten Weg gefunden haben, wie wir unsere Insel ein bisschen realisieren, habe ich mich nun heute dazu entschieden, weiter zu errichten. Oh. Genau, wir werden heute ein bisschen Animal Crossing spielen, ein bisschen entspannen und... Ach. So, wie wir es halt immer machen, würde ich sagen. Ganz entspannt und ganz, ganz billig. Hallo Melinda. Minna ist da. So. Wubehop, halte dich auch ordentlich fit, sollst du, wenn du mir mitteilen willst, Scherz, um gesund zu bleiben, muss man wissen, wie man sich richtig erholt. Nachbarn beobachten zum Beispiel entspannt. Nachbarn beobachten? Ist das so ein Spanner oder was? Einer Schatzkutter? Danke. Mambo? Smeralda? Weiter was? Ich hoffe, du bist in guter Gesundheit und reinigen deine Aura bewahrt sich... Was? Gegenstand von Glück und ein Teil meiner Macht inne, mache guten Gebrauch davon. Gebrauch ihn klug. Gebrauch ihn klug ist ein Zitat von Harry Potter. So, und schauen wir doch mal nach, was kriegen wir denn heute Schönes? Detailgemälde, Mambo und eine Goldschildkröte? Was? Oh. Die ist ja cool. So ein bisschen wie bei so einem Trödelmarkt. Nicht Trödelmarkt, wenn du so ein... Oder generell diese komischen Händlerläden. Hier in Italien war das total viel. Da waren total viele komische Händler und die haben dir dann solchen Zeug verkauft. So, dann schauen wir... Oh, hi Bea. Hallo. Was wohl deinen Eltern so geht, vielleicht solltest du sie einfach mal wieder anrufen. Ja, was macht das mal? Warte mal, hat sie jetzt gesagt, wie es deinen Eltern geht oder wie es meinen Eltern geht? Unten ist ein Fossil. Da müssen auch noch die Steine spawnen, aber irgendwie spawnen die gerade ganz woanders. So, wir haben jetzt hier das... Oh... Ja... Also wir haben jetzt hier das Museum. Wir haben einen Aufgang jetzt hier. Ja, was wir heute machen könnten, das wäre halt... Ich muss ja auch selber überlegen, wie wir das am besten alles strukturieren. Den nächsten Aufgang wäre eine Option heute. Weil ich sage immer, Brücken kann man bauen, wie man will. Und was noch eine Option wäre, wäre sogar schon das Haus zu verschieben. Die Frage ist jetzt halt nur, was machen wir halt mit dem nächsten Haus? Eines dieser größten Problematiken bei dieser ganzen Hausangelegenheiten ist übrigens, und das ist sehr, sehr... schwierig, sage ich mal so, ist die Sache des, wir müssen noch ein Haus bauen lassen. Und mir gefällt nicht, wenn hier der Weg hochgeht. Also das nächste Haus, das kommt ja hier rechts hin. Das müssen wir aber erst, oder besser gesagt, noch nicht mal bauen lassen, sondern wir müssen auch einen neuen Spieler erstellen. Ja. Ist jetzt prinzipiell nicht schwierig, ist es aber nervig. Weil wir dafür auch... Oh shit, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte den Chat kurz aktualisieren. Es wird so ruhig. So. 20105. Ja. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ist voll ungewohnt hier, das haben wir auch gestern noch gemacht. DLC-Insel glaube ich heute nicht. Kann aber sein. Muss ich spontan schauen. Immer. Kennen wir ja. Aber im Prinzip habe ich heute nicht so großes Interesse daran. Ich hätte heute eher Interesse daran, halt generell hier ein bisschen weiter aufzubauen und zu gucken, was man machen kann. Und ja. Ja. Besonders halt die Museumsthematik.
Und wir müssen nochmal, also generell, ich glaube, was eine gute oder generell gute Sache wäre für die nächste Zeit im Spiel, ist zu gucken, wie wir am besten Sternis sammeln können. Und nein, ich möchte wirklich die Sternis auch selber irgendwie erwirtschaften. Ja, das wird wohl eines der nächsten großen mitunter Sachen sein, die wir abseits der Museumssituation erledigen wollen. Hi Julia. Gerade richtig. Hast du ein Ticket bekommen? Besser. Hier ist es. Hier, warte, warte. Hier ist es. Da. Aber dann sieht es ein bisschen blöd. Da. 9 Euro. Ich habe es nicht bekommen. Mein Bruder hat es für mich geholt. Ich habe den gestern gefragt. Dann habe ich so gesagt, ach, weißt du, mach das selber, weil er auch so klang, er weiß nicht wo und so. Und dann habe ich gesagt, ich mache das schon irgendwie selber. Ich kriege das schon irgendwie hin. Ja. Und er hat mir dann doch mitgebracht, worüber ich ihm sehr dankbar bin. Weil dann konnte ich heute mich eher auf andere Sachen fokussieren, halt diesen Termin, den ich heute hatte. Da werde ich aber gleich nochmal was zu sagen. Von Monique? Eisenholz Küchenschrank, den habe ich schon, okay. Ja, ich bin halt sehr froh. Weil jetzt kann ich morgen auch einfach zum Arzt fahren, kann dort halt den Termin hinter mich bringen. Ja! Läuft! Oh! Ja, der ist weg. Okay, warte mal. Ich glaube, ich habe hier aber auch den Schrank in der Tasche. ja. Also wir machen heute, wie ich schon meinte, einen ganz entspannten Tag. Ganz entspannt und chillig und... Das brauche ich noch. Wir schauen einfach, wie sich das heute generell entwickelt. Rausholen. Muss nur noch überlegen, wo wir den ganzen Bambus hinpflanzen. Habe ich auch noch keine Ahnung. So. Ich weiß generell noch gar nicht, wie die Stadt als nächstes wirken soll. Hi! Schnellrestaurantmütze, oder? Sowas wollte ich nicht. Was? Nein, sowas wollte ich natürlich. Ah, danke. Super. Da freue ich mich. Ach komm, wenn wir jetzt hier eh sehen, dann kann ich auch direkt zur Harvest-Insel gehen. Ja. Nee, also bei mir hat sich heute eigentlich, ich kann da ein bisschen erzählen. Also bei mir hat sich heute, war heute der Termin, wie sich das bei mir in der nächsten Zeit sozusagen entwickeln wird. Und darunter fällt halt diese Begleitung, die ich bald bekomme, halt raus. Dass ich halt Unterstützung kriege bei verschiedenen Sachen so in Zukunft und so. Und ja, das wird ab den 1.6. ist das jetzt offiziell. Und ich kriege für zweimal in der Woche halt kriege ich jemanden an meine Seite so. Und dann wird halt sich so langsam ergeben, wie sich das dann halt aufteilt. Und das ist bestätigt schon. Das heißt aber nicht, dass das nur so lange ist oder auch, also nur so lange ist auch, dass das so lange gehen muss oder auch nur so kurz gehen muss. Von 18 Monaten. Das ist ein Original, glaube ich. Ich glaube, beim anderen da sah der erschrocken aus. Also 18 Monate habe ich im Prinzip jemanden bei mir, der mir hilft. Wenn ich irgendwie Probleme habe. Das klingt doch super. Ach, das sind ja dieselben Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich da alles schon hatte. So, hast du irgendwas? Das klingt doch echt gut. Das klingt Hammer. Jetzt muss ich halt nur gucken, wie das funktioniert. Weil was mich ein bisschen stört, ist, das ist halt zweimal die Woche. Aber auf andere Art, das eine Mal ist zum Beispiel, dass ich auch Hilfe kriege, so beim Einkaufen und so. Das heißt dann, dass ich dann einen Tag zum Beispiel habe, wo man dann Sachen organisiert, wie zum Beispiel, dass man guckt, ob bei mir alles okay ist, dass ich alles sauber gemacht habe, aufgeräumt habe, solche Sachen, dass eben halt organisiert wird, dass ich vielleicht mal irgendwo hingehe oder solche Sachen halt. Und das andere Mal ist dann halt so eine zum Organisieren wegen... mitten in der Nacht, warte mal, der Geschirr, ja, schon wieder zählen, da brauche ich nicht vorlesen.
Und das andere ist dann zum Beispiel wegen Einkaufen, dass ich halt mit der Person dann einkaufen gehe und aktuell mache ich das halt mit meinen Eltern, aber das ist dann halt, wird dann darauf hingearbeitet, dass das halt für mich doch eher so eine angenehmere Sache ist. Und mir hilft das zum Beispiel auch mega wegen Umzug. Weil das wird auch dann in Kraft getreten, also dass ich dann bald umziehen werde. Und ich fand auch schön, der hat halt vorgelesen, was so halt die Pläne sind und da war nicht einfach Umzug, sondern es war eine neue Wohnung zu finden, wo ich mich wohlfühle. Also das steht auch so da. Und absolut genau das wollte ich. Ich will nicht nur einfach umziehen, ich will auch irgendwas haben, wo ich sagen kann, da will ich hin, da bleibe ich. Oh. Ja, und klasse. Klasse. Und was ich halt komisch fand, der wirkte so ein bisschen nach dem Motto, sie sehen ja eigentlich ganz gut aus. Also so entspannt. Und ich so, ja, ich bin ja auch jetzt hier, jetzt geht's, aber das hin. Und es kommt auch immer auf die Situation an. Ich habe zum Beispiel heute einen Tag, wo ich mir so denke, okay, ist in Ordnung so, aber sonst. Hallo? Naja, also ich sag für mich jetzt einfach, um jetzt dieses Thema ein bisschen runterzukriegen, ich bin einfach froh, diesen Termin hinter mir zu haben und jetzt zu sagen, ich bin jetzt für die nächsten, also wenn ich jetzt die komplette Woche mit Terminen durch habe, bin ich für die nächsten Tage fertig. Mit den Nerven. Nein, mit allen. Ich bin einfach mit allen fertig. Ich muss ja nur noch auf einen Anruf warten und der geht mir so. Ja, ich wollte gerade ein Schimpfwort sagen. Der geht mir aber ein bisschen am allerwertesten vorbei. Nicht, weil der nicht wichtig ist oder so, sondern einfach, weil ich daran nicht denken werde. Ich versuche daran nicht zu denken und. Ja, super, Bas, du sollst doch gestern in Sachen Straßenbau abgegangen sein. Abgegangen? Mega, wenn du das wegen. Wegennetz besser ist, wird sicher bald neue Party-Locations geben, oder etwa nicht? Es wird bald Party-Locations geben, Flora. Jetzt nimm dir doch nicht alles vorweg. Ist ja schlimm mit dir. Pfui. Ich will unbedingt diese Disco bauen, ne? Ich wollte gerade sagen, irgendwie fehlt Musik. Ja. Oh, Fisch wollte ich nicht haben. Ja, bei uns, euch so, wie sieht bei euch so der Tag aus? Was macht ihr heute noch Schönes? Oh, was werkelst du denn da, mein Rücken. Kesselbad, das habe ich schon. Jawohl. Danke. Ich werde heute höchstwahrscheinlich auch noch die letzten Clone Wars Folgen zu Ende gucken. Von Staffel 1. Ach, guck mal, der Vogel ist wieder draußen. Dann sage ich aber mal direkt Hallo. Ja, komm. Hallo. Ja, wer bist du denn? Ich hoffe, du hast heute einen ganz vertrefflichen Tag. Man sollte sich jeden Tag herausfordern. Ich muss sagen, dafür, dass ich das sonst immer so nervig fand, mit den Leuten zu reden, habe ich doch momentan meinen Spaß damit. Und so auch die letzten Tage. So, da denke ich mir immer, oh, guck mal, da ist er ja. Und dann gehe ich da hin und, oh, hi. Bin ich überhaupt synchron? Funktioniert der Ton hier? So, ich guck mal ganz kurz nach. Ja, zeig mal. Ja, alles in Ordnung. So, warte. Ich muss hier kurz den wieder umstellen. So. Wir plaudern. Ich habe beim Gedichteschreiben meinen Tintenfass umgestoßen. Ich habe zwar alles aufgelöst, aber ein kleiner Ding kommt die Tinte immer noch wieder durch. Ach, wart. Ja, also ich sehe nichts, aber okay. Sieht aus wie immer. Tönnis Supern Synchron bist du auch. Supi. Die Kids waren anstrengend heute, bin froh zu Hause zu sein, sonst aber alles super. Ja. Ich wollte gerade sagen, ist ja jetzt Wochenende, aber wir haben ja erst Dienstag. Für mich ist schon irgendwie so richtig Donnerstag-Gefühl so.
hab dieses Gefühl, so morgens einkaufen und dann ist halt wieder 2 Tage Ruhe. Ist aber nicht. Geht jetzt erst richtig los. Ja, ist ja noch ein Fisch. Ja, komm. Ja, komm. Ich hätte fast gedrückt. Aha! Süße Platz. Oh, haben wir noch genug. Eigentlich wäre heute sogar ein sehr, sehr passender Tag, um ein bisschen zu angeln. Aber ich gucke gleich mal, was es sonst so gibt. Wird der Montag drauf wieder frei? Oh! Ach stimmt, nee. Doch, Pfingsten ist da, ne? Aber es gibt keine Pfingstferien dieses Jahr. Irgendwie so war das. Irgendwas war damit. Der da einfach sitzt. Von nur im Hemd. Ach, ey. Haben wir Pierre schon besucht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, haben wir noch nicht. Was schönes, langes Wochenende ist bestimmt auch mega chillig. Da Pfingstferien gibt es nicht in jedem Land, in Hessen zum Beispiel nicht, aber der Montag da, frei ist auch super. Ja, ich habe gehört, dieses Jahr fällt irgendwie Pfingstferien aus, weil zum Beispiel wir haben keine Pfingstferien dieses Jahr, sonst haben wir Pfingstferien. Und Luigi meinte ja auch letztens irgendwas mit Pfingstferien und dass sie nicht bei ihm stattfinden oder so. Ja, ich weiß. Ich weiß. Es irritiert mich aber auch, wenn Leute einfach Land sagen und dann meinen die aber Bundesland. Bisschen verwirrend manchmal. So. Neue Angel brauche ich. Da. So, das nimmst du mit. Ja. Was ist überhaupt Pfingsten für ein Feiertag? Ich habe gar keine Ahnung. Ach, warte mal, ist nicht Pfingsten... nee, das, ich wollte gerade sagen, ist das nicht Christi Himmelfahrt, aber Christi Himmelfahrt ist ja was Eigenes. Pfingsten ist auch voll das komische Wort. Da weiß man auch nie, wie man das richtig aussprechen soll. Heißt das Pfingsten oder einfach Pfingsten oder ist das F stumm? Oder, nee, das schreibt man ja PH, also... Pfingsten. Einfach Pfingsten. Pfingsten ist ein christliches Fest. Die Bezeichnung war im Deutschen ursprünglich ein Dativ-Plural in den Pfingsten. Dann Nominativ-Plural. Ich will aber nicht wissen, was das ist. Ich will auch nicht wissen, was in der Schweiz ist. Ist von Griechisch. Oh Mann, ich musste mal ein bisschen Altgriechisch lernen, aber das ist nur Griechisch. 50. Tag. Der Festinhalt ist... Die Sendung des Geistes Gottes zu den Jüngern Jesu und sein... Ah! Der Pfingstsonntag ist der 50. Tag der Osterzeit, also 49 Tage nach dem Ostersonntag und liegt zwischen dem 10. Mai, frühester Termin, und dem 13. Juni, spätester Termin. Genau, und das war dort, wo... Das war da, wo Jesus den Jüngern erschienen ist. Hi, Princess. Na? Ja, schon was Christliches. Ich wüsste auch gar nicht, ob wir viele nennenswerte Tage haben, die nicht, also Feiertage haben, die nicht christlich sind. Das Geilste war ja immer noch mit, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch ein Feiertag ist und ich vergesse das jedes Jahr, mit dem 31. Oktober. Und das ist ja auch ein Feiertag ein Jahr gewesen. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das halt so geblieben ist. Die wollten das ja so lassen. Weil da ist Reformationstag. Und richtig viele meinten dann so, ja, ist doch kein Wunder, das ist ja Halloween. Halloween ist, weil viele meinten, Halloween ist ein Feiertag. Nein, Halloween ist kein Feiertag. Halloween als Feiertag. Aber vielleicht in den USA, hier bei uns in Deutschland. Ich glaube in Hessen nicht. Ich habe keine Ahnung. Also da habe ich wirklich keine Ahnung.
Aber das ist ja so Sachen, ich glaube, in Bayern sind zum Beispiel sehr viele katholische Feiertage, bei uns sind eher evangelische Feiertage. Es ist. Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch absolut egal. Ich finde ja auch geil, diese Sache mit, dass über diese Berichte waren mit ja, in, ich glaube, Frankreich hat das und Britannien oder so, dass wenn ein Feiertag auf dem Wochenende oder an generellen freien Tag fällt, dann ist der nächste Tag frei, um halt diesen freien Tag drin zu haben. Und richtig viele so, boah, bei uns ist das so scheiße und die Regierung ist kacke und warum haben wir das nicht? Und ja, aber dafür haben wir generell auch mehr Feiertag. Wir haben trotzdem mehr freie Tage als die. Aber wenn ich genau drüber nachdenke, ist es eigentlich nicht so dramatisch. Wieso sollte ich mir überhaupt dein okay. Das Gespräch mit dir ist wirklich weitergeholfen. Vielen Dank, bitte. Und tschüss. Geholfen. Also ich finde dieses Konzept eigentlich auch ganz gut, aber ich denke mir so, was soll's. Bin eh nicht ich so der Feiertagsmensch. Ich weiß, ich beanspruch's jetzt auch nicht so. Mich stört das ja total oft so, wenn ich so denke, ach ja, an dem Tag gehst du einkaufen oder das und das und dann so, nein, da ist Feiertag. Und dann so, okay, da gehe ich, ach nein, einen Tag später ist richtig scheiße. Wir waren ja jetzt letzte Woche Freitag und Donnerstag war ja ein Feiertag. Waren wir einkaufen. Boah, war der Laden voll. Also er hatte keiner Bock von den Verkäufern. Und wir mussten dort aber einkaufen, weil wir halt immer am Freitag fahren. Wir haben schon überlegt, ob wir vielleicht Samstag gehen, aber... Ich habe jeden freien Tag, der geht gern. Oder so. Oder so. Ach, guck mal, da oben sind noch ein paar Sachen. Ja, ich streune jetzt hier mal so ein bisschen rum. Dann schauen wir gleich mal weiter. Was liegt hier denn alles? So. Ich weiß gar nicht mal, was ich hier züchten wollte. Ich habe gar keine Ahnung. Wollte einkaufen. Ja. Also ich bin am Freitag einkaufen. Deswegen sage ich ja, für mich ist die Woche voll. Also ich bin... Heute war der Termin. Morgen ist nochmal ein... Morgen ist Arzttermin. Donnerstag ist Arbeit. Freitag ist Einkaufen. Und Samstag bin ich unterwegs. Und Sonntag habe ich dann Ruhe. Und je nachdem, wie es vom Samstag auf Sonntag geht, kann halt sein, dass ich Sonntag dann auch nochmal irgendwie... Ich weiß nicht, was am Samstag los ist. Ich wurde nur gefragt, ob ich da Zeit habe. Deswegen, es kann Samstag sein, dass ich entweder... Ach, keine Ahnung. Oh, soll ich euch mal was Beschissenes sagen? Ich habe plötzlich eine Nachricht gekriegt am... Vorgestern, genau. Nee, gestern, Entschuldigung. Gestern habe ich eine Nachricht gekriegt mit... Ja, Ihnen wird am dann und dann, am 31. wird Ihnen noch Geld abgezogen, weil Sie ja dann noch eine Rechnung offen haben. So, was? Was für eine Rechnung? Da habe ich geguckt, ja, scheiße, stimmt. Da habe ich da doch gedacht, das machst du, ich schieb's auf nächsten Monat. Und dann wollte ich das verschieben auf Ende diesen Monats. Habe ich vergessen, ist mir erst irgendwie 12:30 oder so in der Nacht eingefallen, wo ich gerade schon im Bett lag. Ich wollte es so ändern und ging nicht mehr. Jetzt hat er mir 60 Euro abgebucht. Ich habe kein Geld für den Monat. Ah, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das diesen Monat regle. Nur ich kann halt wieder nirgendwo hin oder irgendwas. Wenigstens muss ich das Ticket nicht bezahlen. Ich habe ja jetzt noch ein Euro-Ticket. Und das ist mein einziger Freitag, sonst muss ich arbeiten. Jeden Tag? Ist... Oder nee, ich glaube nur ein Tag muss die Woche frei sein. Ich finde das ja echt krass, auch mit Sonntag, ne? Aber muss ja, ne? Oh.
Boah, das ist echt nicht einfach. Museum und Laden muss ich noch machen. So. Bambushocker, Langhand. Die Langhantel kann Geld bringen. Jeden Tag, aber dafür kommt Zuschlag dazu. Ja. Okay. Oh, mein Vater ist unten wieder am Werkeln. Geile war ja auch mit heute, mein Vater so die ganze Zeit, der fährt einen Bus lang. Ich so, ja, aber nicht den Bus, den ich brauche. Und dann so, ja doch, da fährt der Bus lang, der hier vor der Tür hält. Ich so, nein, ich habe ohne Scheiß alles abgesucht. Ich habe alles abgesucht, um zu schauen, ob wirklich der Bus, weil ich will nicht umsteigen und so. Und ich bin dann dort halt weggegangen, wollte halt in den Bus steigen und sehe, ach scheiße, der Bus kommt erst in 20 Minuten. Dachte mir dann so, okay, läufst du dann ein, zwei Haltestellen, weil irgendwann, wenn mein Vater sagt, da ist irgendwo der Bus, der zu mir nach Hause kommt, und ich mit zu dem Bus auch hin muss, ich muss aber, also ich muss mit einem Bus fahren zu einer Haltestelle und mit der, bei der Haltestelle steige ich dann um in diesen Bus. Habe ich dann gedacht, ja, warte mal, da muss ja vielleicht doch irgendwo in der Nähe der sein. So, und dann bin ich halt gelaufen in die Richtung und da war tatsächlich die dritte oder vierte Haltestelle. Ich bin jedenfalls so ein paar Straßen lang gelaufen und da war, ich wollte nach rechts, weil da ging diese Straße halt weiter und dann sah ich geradeaus, das ist so eine kleine Straße, wie oben ein Bus lang fuhr. Ich so, Moment, wenn da ein Bus lang fährt, das war zwar ein großer Bus, ich muss halt in den kleinen. Guckst du mal, was ist das denn für einer? Bin dann da hingelaufen, fuhren da zig Busse immer wieder entlang und da fuhr tatsächlich der Bus, den ich fahren musste. Hat mir das keine App angezeigt. Ja, und dann bin ich halt, dann hielt der da auch so, also der hielt da schon, bin ich dann da rein. Das Geilste war ich so, ich brauche ein Ticket, Preisstufe A3 war das, glaube ich. Und dann so, ja, Moment. Ich muss hier gleich sowieso raus, da kann das dein Kollege machen. Ich so, okay. Setz dich mal dahin. Und ich so, ja. Und dann war das irgendwie drei Haltestellen später, hat er gewechselt. Und dann habe ich so zu dem Neuen gesagt, ich so, ich brauche immer noch ein Ticket. Und dann so, wie, du hast noch keins? Ich so, ja. Ja, und was brauchst du denn? Ich so, ich muss da und dahin. Ich denke mal, das ist A3. Und der so, ja, ja. Keine Ahnung, mach einfach. Irgendwie so war das, keine Ahnung. 15.000! Dann können wir ein paar herstellen. Rezeptionsstuhl. Solche Stühle sind eklig. Als Lehrerin bin ich ja auch ständig nach dem Unterricht auf Konferenzen, Fortbildungen, Elterngesprächen, Unterricht vorbereiten, nacharbeiten, wenn ich dann nochmal zwei eigene Kinder irgendwann habe, plus Hausarbeit, Hund, weiß gar nicht, wie die Menschen das machen. Die haben doch genau denselben 24 Stunden wie ich. Also bei Lehrern kann ich mir, das wollte ich sogar vorhin kurz fragen, ich kann mir das total schwer vorstellen, weil früher, wenn man so jünger ist und so, und auch, ich glaube, die meisten denken das aber auch immer noch, ist das ja immer so, dass du denkst, ein Lehrer, der macht halt, geht halt zur selben Zeit zur Schule wie die Schüler, was halt viel, viel weniger Stunden sind, halt wenn jetzt jemand anderes arbeitet und so. Deswegen, ja. Aber ich muss auch sagen, was ich krass finde, ist einfach, wenn du einen Lehrer hast, der, also ich merke das manchmal von Lehrern, die zum Beispiel, ich hatte ein paar Lehrer auch gehabt in meinem Leben, die hatte meine Mutter auch schon gehabt. Und wir haben wirklich genau dieselben Arbeitsblätter gehabt. Wir haben wirklich genau denselben Stoff durchgegangen und so. Und irgendwann scheint es ja dann so zu sitzen in dir, dass du einfach nur sagst, auch ich mache jetzt einfach denselben Kack, wie ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Und was ich aber dann komisch fand, war immer, ich kannte das eine Lehrerin, die war irgendwie 5 Jahre vor der Rente oder so. Ich glaube, die ist jetzt auch letztens in Rente gegangen, wenn ich das richtig gehört habe. Weil einer meiner Brüder ist da noch auf der Schule und die anderen, der gucken da manchmal noch ein bisschen. Die hat zwischendurch halt wirklich sowas erzählt wie, ja, das war eine Chemielehrerin übrigens. Ich war auf einer Fortbildung und dann haben und dann erzählt die da auch manchmal, was die dort da so gehört hat. Und das Geilste ist, dass die da so oft rumgemeckert hat. Boah, die war geil drauf. Jetzt haben die mir schon wieder das Ding aus dem Schrank genommen, weil das angeblich Krebs fördern wird. Oh, die war geil drauf.
Ja, und da, wo die sich mal richtig aufgeregt hat, war, die war auf so einer Fortbildung und sie meinte, ja, die haben da gesagt, wir müssen das euch unterrichten, indem wir das mit Ballons die Moleküle zeigen. Und da hat die sich am Kopf gepackt und hat gesagt, ich mach das nicht. Ich mache hier seit, was hat die gesagt, irgendwie seit 30 Jahren oder 40, ich weiß nicht, wie lange die das da macht, mache ich hier diesen Scheiß. Wir haben hier extra Modelle dafür, wo die Kinder mitarbeiten können. Da fange ich doch nicht jetzt an, hier Luftballons aufzupusten. Aber stimmt, warum muss man denn da noch irgendwie das noch so dümmer erklären, so? Besonders, wenn das zum Großteil eigentlich nur im Bereich Theorie ist. Also war jetzt Oberstufe, ja, also. Ballons. Am Anfang kommen auf 45 Minuten Unterricht auf 2 Stunden vorbereitet. Boah, im Schnitt arbeiten Lehrer nach Studien 46 Stunden die Woche. Hoffentlich, das wird nicht so. Was? Ach, ich wollte gerade sagen, ja, sind ja normal 40 und dann so, ach ja, 40 ist ja kleiner als 46. Boah. Ich glaube ja auch, Grundschule ist ja auch nochmal so ein anderes Ding, ne? Weil Grundschullehrer haben zwar, glaube ich, weniger Unterricht, obwohl, ich weiß gar nicht, wie lange geht bei dir so die Schule? Weil bei uns waren das immer 6 Stunden, das waren halt 45. Aber zum Beispiel in der Gesamtschule war das so, da hatten wir früher 9 Stunden. Nee, 7. Nee, 9. Doch, 9. Das waren 9 Stunden. Das waren erst 6 und später dann nochmal, da war eine Stunde Pause, eine Dreiviertelstunde, dann war nochmal 2 Stunden. Und später hat sich dann auf 7 runter, weil die Stunden haben die umgeändert. Das war so ein neues Konzept. Und zwar, dass eine Stunde 65 Minuten geht. Was total affig bei manchen Fächern war, aber okay. Nur da hätte ich auch gar keinen Bock, wenn man da auch so viele Stunden hat. Obwohl man hat ja auch nicht den ganzen Tag, ja, kommt drauf an, ne? Boah, ich finde das so kompliziert, so auch dieses aus Sicht eines Lehrers Unterricht zu machen. Weil, ich sag mal, als Schüler gehst du von Kurs zu Kurs zu Kurs zu Kurs, außer du bist halt wirklich, ich sag mal, in der Grundschule ist es ja meist so, da hast du es meist mit deinem Klassenlehrer so, also war bei uns jedenfalls so damals. Aber als Lehrer ist es ja, du gehst ja auch von Kurs zu Kurs zu Kurs, aber machst eigentlich immer dasselbe, also dasselbe Fach und da muss es... Ja, auch teils musst du es ja auch denselben erzählen. Ich sag mal, wenn das 4 Klassen sind, du bist für alle halt dann der Lehrer und die Lehrerin halt auch sehr tester. Und musst dann halt das aber dann zigmal die Woche dann erklären, dieselben Sachen. Dann ist jeder Kurs aber auch noch anders, weil, ach, das wird mich wahnsinnig machen. Denke ich mir manchmal so bei Harry Potter, denke ich mir das manchmal so, wie funktioniert denn da dieses Konzept? Und dann dachte ich mir auch immer so, Wie machen die das denn eigentlich? Ist das jedes Jahr so einfach derselbe Plan oder wie ist das? Also bei uns wurde auch damals in der Schule gesagt, dass das echt eine Meisterleistung ist, jedes Jahr die Stundenpläne zu machen. Das ist wohl sowas von scheiße. Da hat auch einer, wir hatten einen Lehrer gehabt, der hat Informatiker, hatte ich Informatik, der macht auch Mathe. Der soll scheiße intelligent sein. Glaube ich auch. Der hat halt mitunter diese, der hat, glaube ich, extra dafür so ein Programm auch geschrieben und ach, keine Ahnung, das soll wohl mega kacke sein, die ganze Sache da. Zitat von der in der anderen Berufen üblichen 38 oder 40 Stunden Woche sind Lehrerinnen und Lehrer in der Vollzeit meist weit entfernt. Tatsächlich liegt der Normalwert in einer Durchschnittswoche bei 36 Stunden und 38 Minuten. Das klingt sehr viel für... Oh, nee. Wie? Aber da hat man auch... Ach nee, schon gut. Jetzt gab mal eine Studie, da haben Grundschullehrerinnen immer die Zeit gestoppt, wenn sie gearbeitet haben. Sie waren schon nach wenigen... Monaten bei so vielen Überstunden, dass die Klassenfahrt hätte ausfallen müssen, dann würden die Eltern dort und die Studie verworfen. Ja. Und dazu kommt ja noch Lehrermangel und sowas, ne? Oh! Sind das die 50? Wir haben die 50. Ihr wisst, was das heißt, ne? Bitte, 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 bitte. Nein! Ich dachte, man muss 50 machen, dann kriegt man die Figur. Ach, egal.
Also ich brauche die jetzt auch nicht unbedingt, aber trotzdem. Jo, was wollte ich denn gerade sagen? Ich hab's wieder ver... Ja. Ich würde gerne heute hier ein bisschen arbeiten, aber ich weiß noch nicht genau wie. Also wir werden auf jeden Fall die Erhöhung dort rechts noch hinbauen. Das ist eine Sache. Deswegen gehen wir auch gleich ins Rathaus. Und holen uns die. Und abseits davon muss ich halt mal schauen, wie wir das machen. Aber ich muss sagen, ich glaube vom Konzept her gefällt mir das bis jetzt ja alles. Gebäudetechnisch könnten wir heute auf jeden Fall in das andere Profil gleich noch reingehen und das verschieben. Ich weiß gar nicht, wo das aktuell auch ist. Also wirklich nicht. Nicht. Also ich muss sagen, ich finde generell den Beruf des Lehrers echt krass. Um es mal so zu sagen, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das alles funktioniert und hinter den Kulissen. Deswegen wäre halt besonders auch so auf Zeit oder so hier da rumzumeckern und so, finde ich auch absolut unangebracht, wenn man so bedenkt, wie viel da einfach hintersteckt. Und ich sag auch mal generell, besonders wenn du jetzt sowas sagst, wie da haben dann Eltern gemeckert, die können die Lehrer einfach fragen und ja, es ist ja so. Also wie gesagt, ja, ich kenne auch Lehrer, denen das kacke egal ist, sowas, aber ich kenne auch total viele Lehrer, die sich halt wirklich Mühe geben und ich finde das dann schon krass, wenn du dir im Prinzip wirklich dann so viel arbeitest und dann kommen da irgendwelche kacke Eltern an, die dann sowas sagen wie, ja, sie machen doch eh nichts und ach, ich weiß nicht, so, ne, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Das ist schon so, das ist schon dreist. Generell, haben wir ja letztens drüber geredet. Ich glaube, also für mich wäre wirklich Eltern das Schlimmste und auch der Grund, warum ich keine Lust hätte, Lehrer zu werden. Und vor allem die bezahlen mangelnde Anerkennung schlimm. Irgendwie hat das über 2000 Euro netto für 5 Jahre Studium zur Abschlussarbeiten. Ich kann also es klingt jetzt blöd, aber ich kann mit dem Geld gerade, also ja, 2000 ist für mich echt eine Menge, aber ich glaube im Verhältnis ist das, glaube ich, wirklich nicht viel. Also Oberstufen, Lehramtsstudenten bekommen Referendariat schon 200 Euro mehr. Ah, okay. Ich glaube, das Schlimmste wäre halt wirklich die Anerkennung. Also, wie gesagt, ich kenne viele Lehrer, die mir wirklich das Leben, ja, ich sag's so, die mir teils das Leben sogar dafür schuld sind, dass ich es, dass die es mir kaputt gemacht haben. Aber, und ich finde halt auch, dass sehr viele Lehrer wirklich mal ihren Beruf überdenken sollten. Aber halt die, die wirklich gut arbeiten, dass die trotzdem so stark Probleme haben und dass sowas auch gar nicht geehrt wird und dass das auch oft die Lehrer sind, die wirklich... Also, ich hatte auch Lehrer, die wirklich krass drauf waren. Weil die haben wirklich nicht zurückgescheut und den Eltern ihre Meinung gesagt. Absolut verdient, muss ich sagen. Bei dem, was man da alles so hatte. Weil die hatten wirklich nur Probleme gehabt. Und das waren oft die Lehrer, die halt wirklich mitunter am besten waren. Besonders, wir hatten einen Mathe-Lehrer und der wurde immer so, also das war in der 6., als ich rübergewechselt bin auf der Gesamtschule. Und der wurde immer so als, der kann das nicht mal, der kann das nicht. Der ist zu doof dafür, der macht die Schüler so die Aufgaben. Ich muss sagen, ich habe an dem am besten mitgearbeitet, weil bei ihm funktionierte das ganze Unterricht so. Der hatte halt das Buch gesagt, guckt mal, da Seite so und so ist die Aufgabe, schaut euch die mal an, versucht die zu lösen. So, und dann hatte der meist einen Schüler an der Tafel, mit dem hat er das dann gemacht, dann hat er halt gesagt, ey, wer möchte mal an die Tafel und wir versuchen das da zusammen zu machen. Und der hat dann zu den anderen Schülern so gesagt, ey, für die Schüler, die das halt selber machen wollen, kommt, mach das mal selber. Und Und
Und dann ist er halt rumgegangen. Und das funktioniert auch so, das habe ich eigentlich gehasst, aber dieses Prinzip des, wer das kann, geh mal rum und guck mal, wer braucht Hilfe. So. Und dann war das halt eigentlich, weil ich finde auch, Mathe ist eine Sache, da kann nicht jemand an der Tafel stehen und, also spätere Bereich, nicht Anfängerbereich und so, aber da kann niemand an der Tafel stehen und dir die ganze Zeit erklären, wie das geht. Ich finde, Mathe musst du halt wirklich selber rechnen. Und am besten funktioniert meiner Meinung nach Mathe sogar, wenn du das mit anderen zusammen machst. Wenn jeder so für sich macht, aber wenn du nicht weiterkommst, dass du wirklich mal so sagst, ey, hat jemand eine Ahnung, wie ich das mache oder was mir da jetzt fehlt oder so. Und so habe ich das mega gern, also so hat mir Mathe mega Spaß gemacht. Aber der Lehrer wurde halt von den Eltern als unfähig, inkompetent und ihm was weiß ich gemacht. Oder auch in Englisch. Die Lehrerin war das war so ähnlich. Da war auch viel so. Das war eigentlich normal Englisch. Viel auch Aufgaben machen, aber auch sehr viel miteinander kommunizieren, reden. Und da kamen so viele Lehrer auch auf diesen. Da gab es ja auch teils Elternsprechtage oder so Sprechdinger, wo die Lehrer dann dort. Wo dann alle Lehrer dort saßen und du dich dann halt, also wo dann die Eltern sich mit den Lehrern und den Klassenlehrern unterhalten haben. Und die wurde da wohl, ich war da leider nicht bei, die wurde da komplett fertig gemacht. Dass die keine Hausaufgaben aufgibt, dass die auch nicht fähig ist, das Kind lernt nichts und wie will man denn was lernen ohne Hausaufgaben? Und meine Mutter hat sich wohl dort gemeldet und hat gesagt, also mein Sohn hat jede Stunde danach Hausaufgaben in Englisch. Und sie meint dann auch, ja. Na klar, gibt die Hausaufgaben auf. Das war so dumm oft. Und es waren aber auch zum oft wirklich Schüler, die keinen Bock hatten. Die wollten einfach nicht. Boah, das hatte ich auch in der Oberstufe. Da hat auch eine gesagt, ich mach das nicht. Nee, mach ich nicht. Ja, die hat eine 3 gekriegt dann in Mathe. Toll, habe ich mir auch gedacht. Ich krieg eine 4. Der sich anstrengt und der das Fach eigentlich mag, kriegt eine 4. Aber die wirklich keine Hausaufgaben macht, wirklich jeder Klausur eine 5 oder so schreibt, die kriegt eine 3. Hey. Dann habe ich ja auch verweigert. Dann habe ich ja auch mich nicht mehr gemeldet. Nachdem und nachdem die mir gesagt hat, ich melde mich nicht. Nachdem ich wirklich mir jede Stunde gesagt habe, ich habe mich gemeldet. Also wirklich jede Stunde mich bemüht habe, mich zu melden. Das ist ein Stress. Okay. Also mir fehlen noch die anderen Farben, aber es lohnt sich nicht. Die kann ich dann einfach umfärben. Ja, schon kommt 25 Euro mehr im Öff, das würde ich so frech. Und alle sollten 6 Jahre studieren und dann auch dasselbe bekommen. Das Einhalten der Unterrichtsstunden ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil der Arbeit. Ja. Ich die Kinder und den Beruf bis jetzt. Glaube, das geht sonst nicht, aber das ist letztlich in jedem Beruf so. Ja. Meine Idealvorstellung gilt es, dieses enge Notensystem nicht mehr. Vielmehr der Fokus auf Kompetenz. Ja. Also. Das wird sich aber auch nie ändern. Ich finde das Notensystem generell total bescheuert. Es ist absolut bescheuert. Ich finde auch generell, es sollten wirklich mal so Fächer eingeführt werden, wie vielleicht sogar wirklich sowas wie, also so wie gab es zum Beispiel bei uns, das finde ich ganz gut, um vielleicht, weiß ich nicht, kompetent in Politik zu sein. Dann finde ich interessant generell das, was im Prinzip Analysen eigentlich einlernen, aber dass man vielleicht sowas hat wie, weiß ich nicht, so vielleicht einfach ein Fach, das Internet heißt, um zu zeigen, also das ist sogar wichtig für, da kann man bis heute immer, könnte ich immer noch was lernen, wie man halt recherchiert, wie man argumentiert, wie man, also noch nicht mal Internet, sondern generell, wie man halt mit zum Beispiel auch Zeitungen umgeht oder so, oder Artikeln oder sowas. Sowas fände ich geil, wenn man sowas einfach machen würde. Dann generell späteres Leben, Vorbereitung, halt, wie funktioniert bezahlen, Geld, Steuern, Versicherungen, solche Sachen. Würde viel, viel mehr bringen. Hallo, Quadix. Hi.
Wenn du kritisch die Welt hinterfragen können, Zusammenhänge entdecken, reflektieren können, Konfliktkompetenz. Ja! Also das würde, das hätte mir in jeglicher Sache mehr geholfen. Und ich bin jemand, der eigentlich sowas eher macht. Aber ich glaube, das würde sogar generell Leuten viel, viel mehr helfen, wenn man sowas hätte. Du hast die Infrastrukturlizenz? Achso, noch zwei weitere. Ich hätte gern den da. Ja. Super. Dankeschön. Jetzt müssen wir den alten Knochen sagen, die uns vorgeben, dass wir lernen müssen. Viele junge Lehrerinnen sehen das nämlich heute ganz anders als früher. Ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal umgeändert, ne? Wer weiß, wer weiß. So, ich müsste alles haben, dann können wir eigentlich auch los.